Ein Kopftuch. Hey, ein Kopftuch. Da, Feieris. Jetzt trägst du auch endlich mal was. Silber-Emblem. Silber-Emblem, einfacher Verband. Silberring. Und noch mehr Zeug. So, der letzte. Und nochmal ein Quicksave, dass ich das nicht alles nochmal machen muss. Danach. So, der eine Marus, der kommt nicht mit. Noch mehr Flusspiraten. Thorgrim. Bevor wir mal ansehen. Du stürmst jetzt mal durch und machst die Fernkämpfer fertig. Ja. Bei meiner Treue. Ah, du kannst auf den da einprügeln. Der ist auch schon tot. Achso, mit Tab schalte ich durch mich hindurch, durch meine Charaktere. Ja. Dann den da. Habe ich noch irgendwo einen, den ich ins Visier kriegen würde? Ha! Du da. Sanyasa. So, alle sind beschäftigt. Ja. Thorgrim. Hau mal ordentlich drauf, Thorgrim. Was verstehst du da ordentlich drauf? Bitte töte uns nicht. Wir ergeben nur. Wenn ihr lieber als Feiglinge draußen in der Kälte elendig verrecken wollt, als im Kampf zu sterben, dann tut das. Marus, sichert das hintere Tor. Okay. Wie viele Lebenspunkte hat so ein Marus eigentlich? Aber gut, wir haben zwei, drei ausgeschaltet. Dann holen wir uns auf Basis der ihre Beute. Mann, Schleifsteine brauche ich gar nicht herstellen, so viele wie die bei sich haben. Und auch Verbände kriege ich mehr als genug zusammen. Okay, die konnten wir einfach so zurückschlagen. So. Dort oben bei der Hütte kannst du dich mit Waffen, Munition und Heiltränken für den Kampf gegen Soremann rüsten. Okay. Eilif hat die Gruppe verlassen. Oder wie hieß sie nochmal? Ja, Captain Eilif Donnerfaust. Schwere Truhe. Okay, das Angebot nehme ich gerne an. Was hat sie denn hier Feines für mich? Kriegsbolzen. Kriegsbolzen. Was? Kriegsfrei, kriegsfrei. Schweres Fass. Was? Heiltrank. Antidot, Flussmannspastillen. Und Ausdauertränke. Waffenmäßig. Windenarmbrust. Habe ich schon eine, aber die nehme ich trotzdem mit. Meistersäbel. Und Zweihandsäbel. Ach komm, willkommen. Ups. Jetzt habe ich mich ausgezogen, oder? Nö. Habe ich nicht. Inventar. Inventar ist voll. Hoppala, wie geht sowas denn? Und jetzt ist auch alles noch, auch noch kreuz und quer. Das muss doch nicht sein. Thorgrim nimmt das mal. Zaubertrank. Schlüssel. Thorgrim nimmt die Winterarmbrust. Bolzen. Pfeile. Ausdauertrank. Goldring. Das kann nach hinten, das kann nach hinten. Das kann ich nicht anziehen, nach hinten.
Vorgrim nimmt das noch. Das kann nach vorne. Und ja, das muss jetzt kurz sein. Das kannst du auch noch nehmen. Schleifstein im Überfluss. Das kann nach vorne. Das kommt nach vorne. Heilsachen, Heilsachen. Was kommt nach hinten? Das kommt nach hinten. Das kommt nach da unten. Das kommt nach da. Das kommt nach da unten. Schlüssel, Schlüssel, Embleme. Jagdbolzen, Morphostacheln. Nein. Ja, das kostet jetzt Zeit. Heilsalbe ist immer noch voll. Dann nimmst du das noch vor, Grimm. So. Schleifsteine können auch mal alle zu dir. Das kommt nach vorne, das kommt nach vorne. Das sind Pastillen gegen Erschöpfung. Die kommen eigentlich da unten hin. So. Ist jetzt wieder alles einigermaßen geordnet. Nein, die Kräuter müssen noch nach da hinten. Und das da. Ach, und die Heilsalbe. Ja, wir sind definitiv überfüllt. Antidot kann Vorgrim verkaufen. Ausdauertrank brauche ich auch nicht unbedingt. Die brauche ich aber auf jeden Fall. Und die Heilsalben. Das und das noch da oben. Ausdauertrank zu Ardo. Ausdauerpastillen zu ihm. So, sieht doch viel besser aus. Okay. Dann nochmal kurz in die Truhe gucken. Und den Zweihandsäbel gehen wir auch vor Grimm. So. Quicksave machen. Und dann hauen wir noch Soreman jetzt ungespitzt in den Boden. Der will wegrennen, wie es mir scheint. Obwohl, nee, das ist einer von seinen Soremannen. Bereit für den Kampf? Voran. Dann lob. Marus, stürmt voran. Yep. Es bleiben ja wirklich nur noch seine Soremannen übrig. Wow. Flusspiraten auf Pilzen? Flusspirat. Wir schaffen das nicht. Sie sind so stark. Los zur Hütte da drüben, schnell! Lass die verschreckten Krabben rennen. Marus, zu Soremans Schiff. Aber lasst mir noch was von ihm übrig. Okay. Die Soremann fliehen. Die Flusspiraten auf den Pilzen bleiben. Okay, die sind schnell weg eigentlich. Lauf lieber. So. Die da noch? Weiß, Waffen hier. Ja? Und ha! Du da drüben noch. Achtung! Doppelfeil dürfte da Wunder wirken. Ja, bist fast tot. Noch einen Pfeil. Und noch einen Bolzen von mir. Und die sind auch weg. Okay, die sind in die Hütte geflohen. Die sind mir egal. Ich habe da ein böses Gefühl mit Soremans Schiff. Fliegt das gleich in die Luft? Ich wusste, du wirst sie nie für mich töten. Doch auch Mora wirst du nun nie mehr finden. Der Moment ist gekommen, wo meine Falle zuschnappt. Gebt auf! Nein, Soremann. Der Moment ist gekommen, wo wir kämpfen. Ich habe dein falsches Gerede so satt. Weißt du, was ich satt habe? Diese grässlichen, dummen Tiere. Diese Marus, die deine bemalte Haut bewachen. Doch damit ist jetzt Schluss! Fräulein von der Klamm, zeig, dass du dein Geld wert bist.
Imperavi! Nun folgt ihr mir. Hört ihr es schon? Das Rauschen von Golgaris Schwingen? Nun haben wir ein Problem. Die beste Möglichkeit, so ein Problem zu lösen. Alle auf die da. Sanyasa! Ja. Vorgrim, du kannst mal auf Soremann draufhauen. Ja! Bei Angrospark! So. Die ist ja erledigt. Und Faris ist auch gleich erledigt. Hm? Ja! Ja? Ardu klopft sich mit Zusammenhalten! Faris. Ei. Trink sofort einen Trank. Das. Okay. Jetzt müssen die Marus ganz schnell weg. Okay, einer ist schon mal weg. Was? Einer klopft sich mit Vorgrim, einer klopft sich mit Ardo. Für den Kaiser! Ja. Okay, Vorgrim, Heiltrank. Vorgrim erstmal Brandsalbe. Obwohl erstmal ein Bärsaft. Und wir haben Soremann zum Leben gekriegt dafür, dass er jetzt tot ist. Und weg mit ihm. Was Wafnir? Was für ein Kampf! Na, sehr schön. Jetzt hoffentlich sagt sie es, wo Mora ist. Wirst du mir nur endlich sagen, wo Mora ist? Das wohl. Doch Mora ist nicht hier. Die Weißkotten haben sie ins Schloss gebracht. Zu Dajin, dem Baron von Nadoret. Ah, na ganz toll. Was habt ihr mit dem Baron zu tun? Wir hatten eine Abmachung. Für einen Anteil an der Beute hielt er uns die Obrigkeit vom Hals und gab uns Hinweise über den Handelsverkehr. Also war das doch nicht der Fettsack aus der Zollfeste. Du sprichst, als würdest du diese Abmachung am liebsten brechen. Klingt so. Soremann hat die feigen Weichlinge im Rat davon überzeugt. Hat mir nie geschmeckt, die Sache. Vor allem nachdem die Weißkotten aufgetaucht sind. Das wird jetzt ein Ende haben. Die kam mir gleich so seltsam vor, die Verrückte da, die die Marus übernommen hat, als ob sie zu Kaltenstein gehört. Was ist mit der Dame im Weiß, dieser Jasmine von der Klamm? Der hätte ich zu gern was mit meiner Faust geflüstert. Aber die Verräterin hat sich bestimmt nach Schloss Nadoret verzogen, zu ihrem Meister, diesem Kaltenstein. Wenn man vom Teufel verspricht. Schnapp ich mir. Und wenn Jasmine im Weg steht, dann hat sie's ausgeflüstert. Diesmal wird Jakons Mörder mir nicht entwischen. Ja, da haben einige ein Wörtchen offen. Eine Fehde? Dann höre. Ich weiß von einem Geheimgang zum Schloss, zu dem der Hafenmeister von Nadoret den Schlüssel besitzt. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Das wohl. Okay. Hab Dank, ich muss nun weiter. Nimm dir vorher deinen gerechten Anteil an Kampftrophäen und Plünderware. Wenn du fertig bist, sag mir Bescheid und wir gehen ins Dorf zurück. Okay. Das machen wir natürlich gleich. Vorher wird aber erstmal wieder gespeichert. LP 39. Und dann mache ich jetzt hier erst einmal einen Cut. Bis gleich.